Knackrack ist ein Pokémon mit den Typen Drache und Boden, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Kormalat und Knarksel und kann seit der 6. Generation eine Mega-Entwicklung durchführen. Knackrack ist ein dunkelblaues und aufrecht stehendes Pokémon von eher schlanker Gestalt. Es hat einige Details inne, die ein wenig an einen Hammerhai erinnern, generell gleicht jedoch sein Erscheinungsbild dem eines Drachen. Die klingartigen Fortsätze an seinen Armen erinnern an Flügel und enden zudem in spitzen, sichelartigen Klauen, was ihre Gefährlichkeit bereits erahnen lässt. An Knackracks Kopf befinden sich ähnlich wie bei seinen Vorentwicklungen Auswüchse die starke Ähnlichkeit zu den Turbinen eines Flugzeugs aufweisen bzw. zu Torpedos. Ferner hat es aber auch eine Flosse am Schwanz und eine Rückenflosse, die je nach Geschlecht eine Kerbe besitzt. Sowohl an seinen Schultern als auch an seinen Beinen verfügt es ebenfalls über einige spitze Stacheln. Zu seiner Grundfarbe blau bilden die gelben Maler an seinem Kopf sowie die roten Bauchzeichnungen einen auffallenden starken Kontrast, wodurch Knackrack durch eine auffällige und auch respekteinflößende Erscheinung darstellt, die von seinen stechenden gelben Augen und seinen scharfen Zähnen untermauert wird. In seiner Mega-Entwicklung wird es nochmal mit mehr Stacheln bestickt, bekommt nochmal ein bedrohlicheres Aussehen, die Klingen werden schärfer und bekommen eine Rotfärbung und auch die generelle Farbgebung nimmt nochmal zu. In seiner Shiny-Version besitzen die Farben Knackracks weniger Intensität als in der normalen Form und sonst unterscheidet sich nicht viel. Knackrack besitzt relativ ausgeglichene Qualitäten, zeigt seine größten Stärken jedoch in der Angriffskraft und Geschwindigkeit. Es wartet Feinden mit schlagkräftigen offensiven Attacken wie Drachenstoß, Drachenklau, Knirsch oder Steinkante auf, kann aber auch Bodenattacken nutzen wie Sandwirbel, Schaufler oder Sandgrab. Dabei hat es oder kann es die Fähigkeit Sandschleier haben, wodurch er einen erhöhten Fluchtwert im Sandsturm hat. Er kann aber auch die versteckte Fähigkeit Rauhaut haben, wodurch die Gegner Schaden bekommen, wenn sie Knackrack direkt berühren. Und die Mega-Entwicklung hat die Fähigkeit Sandgewalt, wodurch manche Attacken im Sandsturm besser wirken. Knackrack lebt in Sinnoh, Johto, Kalos, Einal, Gala, Alola und Paldea. Hier lebt es in Wüsten und Höhlen. Es ist perfekt an seine Lebensräume angepasst, verfügt über verschiedene Jagdtechniken wie zum Beispiel seine Fortsätze an seinem Kopf, die als Sensoren dienen, um Beute aufzuspüren und eine rasante Flugmethode, um seine Beute erfolgreich zu erwischen und zu erlegen. Hierbei geht es sehr eifrig und unnachgiebig vor, da es auch allgemein ein eher kampflustiges Pokémon ist. Es verfügt außerdem über die Möglichkeit, mit seinen Flügeln derartig scharfe Winde zu verursachen, dass es diese auch als gezielte Waffe einsetzen kann, die stark genug ist, Bäume zu zerschmettern. Ferner kann es mit Hilfe seiner besonderen Schuppen im freien Flug die Schallgeschwindigkeit erreichen und damit recht schnell von einem Ort zum nächsten kommen. In Kämpfen setzt es auf seine Fähigkeiten, die es auch bei der Jagd demonstriert, seine enormen Geschwindigkeiten, seine scharfen Klauen und Zähne, mit denen es Eindringlinge von allen Seiten wild attackieren und brutal rammen kann. Ferner spuckt es Schmutzbrocken und Flammen auf seine Gegner, möchte es diese eher aus der Distanz angreifen. Diese Kampfpraktiken setzt es jedoch nicht nur bei der Jagd an, sondern auch wenn es zu heftigen Luftkämpfen mit Brutalander kommt. Dabei ist der letzte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich auf Level 48 aus Knarksel, der sich bereits auf Level 24 aus Kormalat entwickelt hat. Und Knackrack selbst kann sich noch mit einem Knackrack-Nieten zur Mega-Entwicklung verändern. Dabei nimmt vor allem die Größe und das Gewicht zu, es entfaltet ein bedrohlicheres Aussehen, Grundstruktur und Farbgebung bleiben aber insgesamt bestehen. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Gestein und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Drachen- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.